Schauen wir mal. Also, ach, das ist der falsche Raum. Okay, schauen wir mal, was wir mit den Ködern anfangen können. Ich habe auch keine Idee, ob wir die irgendwie verwenden können, ob wir die austauschen müssen oder irgendwas. Keine Ahnung. Das kommt mir wirklich nicht bekannt vor, dieses Rätsel. Weiß nicht, ob sie das im Nachhinein erst eingefügt haben, dann, in der GameCube-Version. Gut, nehmen wir das Bienenpräparat an uns. Verschiedene Angelköder, ja, wissen wir ja. Und hier drüben stecken wir uns auch den Bienenköder ein. Sollen wir die vielleicht austauschen? Können wir jetzt mal mit dem Schalter probieren? Es passiert immer noch nichts. Okay, dann stecke ich mal den Köder hier drauf. So, probieren wir es jetzt mal. Nee. Muss ich vielleicht noch das Präparat hier drüben dran packen? Auf jeden Fall können wir sie wieder drauf platzieren, ne? So, jetzt nochmal probieren. Nein. Gut, drücken wir nochmal. Passiert immer noch nichts. Ah, haben wir hier vielleicht irgendein Schriftstück oder sowas? Ja, das interessiert mich doch gar nicht. Irgendwo muss doch hier ein Zettelchen sein oder sowas. Aber hier liegt auch keiner, der wirklich offensichtlich für uns wäre. Ah, die Aktentasche interessiert mich nicht. Die hier drüben können wir nicht anschauen. Okay. Ah, ich habe eine Idee. Warte mal. Wo habe ich den? Hier habe ich den Köder platziert. Den nehmen wir mal mit. Und schauen mal, ob wir... Nee, den brauchst du nicht. Nein, den wollte ich gar nicht drücken. Gut, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht hier doch noch irgendwas hier drin haben. So. Wenn das ein Köder ist... Nee, brauche ich nicht. Okay, schade. Hätte ja funktionieren können. Da auch nochmal die andere. Ah, ich kenne dieses Rätsel nicht. Das ist blöd. So, können wir die irgendwie kombinieren oder sowas? Würde zwar nicht viel Sinn machen, aber vielleicht. Nee. Können wir nicht verwenden. Präparat. Können wir nicht verwenden. Shit. Da habe ich keine Ahnung, was wir hier machen können. Was ist denn das für ein komisches Rätsel? Da hängt ein weißer Laborkittel. Er riecht nach Medizinschrank. Ja, super. Gibt es denn hier keine Nachricht, was wir denn hier tun müssen? Eine Sammlung präparierter Insekten. Wo ist denn der Schalter eigentlich jetzt genau? Das verstehe ich nicht. Ich weiß auch nicht, was das mit den Insekten zu tun haben soll. So passiert nichts. Ja. Ich meine, es gibt noch ein paar Möglichkeiten, was wir hier drüben platzieren könnten. Dass wir mal den hier drüben platzieren, auf der anderen Seite aber nichts platzieren und dann in den Schalter drücken. Aber ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, dass das irgendwie zielführend ist. Hm. Sag nochmal ein. Das macht irgendwie keinen Sinn für mich. Ich weiß nicht, was wir hier tun sollen. Den Köder mal noch mal wieder dran pappen. Der gehört ja eigentlich sowieso dahin. Aber das macht auch keinen Sinn. Nee. Das ist nur Try and Error. Also ich habe keinen Hinweis irgendwie, was ich hier irgendwie tun könnte. Ich bin da ziemlich planlos gerade. So, dasselbe können wir hier drüben natürlich auch nochmal probieren. Dann haben wir wirklich alle Kombinationen mit den beiden durch. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht so einfach. Dann müssen wir irgendwas anderes noch hinzufügen oder irgendwas noch machen hier. Nein, brauchen wir eigentlich nicht. Wir können ja mal ohne es irgendwas dran machen. Nee, passiert auch nichts. So, dann hängen wir nochmal den Köder wieder dran. Damit haben wir dann alle Kombinationen durch. Nein, passiert nichts. Hm. Nee, lass hängen, komm. Brauchen wir nicht einsacken. Den drücken wir jetzt auch nicht nochmal. Oh, was können wir denn hier tun? Ich habe keine Ahnung. Ich pack die erstmal wieder hin, damit die Plätze erstmal wieder frei sind im Inventar. Beschäftigen wir uns später mal mit. Vielleicht fällt mir was ein. Vielleicht probiere ich dann auch mal abseits der Aufnahme ein bisschen rum. Müssen wir ja jetzt nicht hier alles mit langweilen, dass wir hier ewig rumprobieren. Wir haben ja noch einen Raum, in dem wir was machen können auf jeden Fall.
Nämlich den bei Richard in der Nähe. Dort können wir noch Licht machen. Und das sollten wir auch tun, denke ich. So, nochmal kurz hier runter. Bei der Gelegenheit tausche ich auch nochmal meine Heilkraut-Pulver-Kombination gegen ein normales Kunstkraut. Denn wenn jetzt nicht gerade die Aussicht drauf steht, dass ich demnächst gegen irgendeinen... Warte mal, ich muss mal kurz hier... Mach mal so. Okay. Ich wollte nur mal das Farbband ein Stück weiter oben haben. Wir können natürlich auch einfach mal so machen. So, das brauchen wir sowieso. Machen wir das so. Ja, okay, komm. Passt. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Mal sehen, was wir dort finden. Also ich habe irgendwie jetzt auch nichts Großartiges gesehen, was dort rumlag im Dunkeln. Aber ich meine, es war halt auch dunkel, ne? Muss man auch bedenken. Kann sich ja noch ändern. Und was wir mit der Schatulle anfangen sollen, weiß ich auch noch nicht. Die ist mir momentan auch noch ein kleines Rätsel, aber ich glaube, das soll sie auch sein. So, nee, da lang will ich nicht. Ich will in diese Richtung. So, nochmal zu Richard zurück. Schön, dass hier keine Zombies sind. Ich muss sagen, der Ostflügel gefällt mir zumindest hier oben deutlich besser als der Westen. So, liegst du noch da, Kollege? Ja. Der sieht immer noch so aus, als ob er nichts mit uns zu tun haben will. Also gehen wir mal nach nebenan und lassen ihn weiter liegen. Gut. Du bleibst hoffentlich auch liegen. Zumindest ist hier jetzt erstmal aufgeräumt. Das ist ja schon mal ganz schön. Auch wenn das nicht allzu glatt lief, gebe ich zu. So, und dann zünden wir hier mal kurz an. Es werde Licht. So, was haben wir denn da Schönes? Haben wir denn hier vorne überhaupt irgendwas? Sieht nicht so aus. Der Schrank, der war ja eh bloß da, um die Lücke da hinten zu verstecken. Ne, hier ist erstmal gar nichts im Vorderraum, wie es scheint. Außer hier drüben ist da eine Kiste, oder was ist denn das? Kannst du die irgendwie anschauen? Nö. Gut, hier ist was. Okay, Gewehrmunition, sehr schön, nehme ich mit. Das freut mich, die Regale sind voller Weingläser und Gewehrmunition offenbar. So, dann hoffe ich mal, dass hier noch irgendwas ist, was wir einstecken können. Hier ist erstmal gar nichts. Ah, Notenblatt. Oh, das nehmen wir mit. Ja, schön. Das freut mich. Das heißt, es hat sich gelohnt, den Typen hier hinten Platz zu machen. Ansonsten hätte man den natürlich einfach in der Ecke lassen können. Gut. Das heißt, wir können uns endlich... Ach, ich dachte gerade, hier liegt Richard rum, aber der ist ja noch gar nicht hier. Das heißt, wir können uns endlich dem Klavier unten widmen. Denn wir sollten jetzt die Mondscheinsonate komplett haben. Hoffe ich mal. Was denkst du, Richard? Du denkst immer noch gar nichts. Also ich würde ihn ja nicht hier lassen, muss ich sagen. Ich würde ihn ja mit nach nebenan schleppen in die Haupthalle. Und vor allen Dingen hätte ich an Jills Stelle auch Barry mal was erzählt davon. Ich meine, die haben sich gerade erst getroffen, die Typen. So, was brauche ich? Ja, ich gehe mal... Gehe ich hier? Ja, ich gehe gleich hier. Das Zeug holen. Könnt's ja auch unten machen, aber... Scheiß drauf. Mir gefällt's hier oben besser. Ich fühle mich irgendwie sicher hier in den Gängen. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall sicherer als drüben. Dort machen wir echt diese... ganz aggressiven Zombies zu schaffen. Die stören mich dort ungemein. Die Wand ist voller Porträts. Alle Gesichter wurden übermalt. Wer macht denn sowas? Warum? Warum übermalt man die Gesichter an Porträts? Das verstehe ich nicht. Naja, egal. Ist wahrscheinlich auch nicht wichtig. So. Wie es mich freut, dass ich voranschreite. Sehr schön, sehr schön. Dann packen wir wieder hier hin, das Feuerzeug. Wir nehmen die Musik mit. So, und machen mal ganz kurz... nee, das wollte ich gar nicht. Und machen mal ganz kurz den Kombinierer hier. Ja, das funktioniert wunderbar. Prüfen noch mal kurz. So, alles vollständig. Die vollständige Partitur der Mondscheinsonate. Ein Traum. Wunderbar. Und dann stecke ich mal, weil ich glaube, dass das miteinander zu tun hatte, das Holzdingens mit ein. Das Holzsymbol. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das dort mit.
So, und damit bewegen wir uns mal nach drüben. Ich könnte jetzt speichern. Ich tue es aber nicht. Ich glaube, den Kommentar habe ich schon mal gebracht und habe ihn dann fast bereut. Ich mach's trotzdem nochmal. Der Junge lernt nicht. Der Junge lernt nicht. So, nee, aber wir können ja dann drüben noch speichern. Ich meine, eigentlich sollte erstmal nichts passieren dort. Das Einzige, was halt passieren könnte, ist, dass neue Gegner getriggert werden. Davor habe ich ein bisschen Sorge, dass dann noch mehr von den Kackbratzen-Zombies kommen. Aber wir haben ja zumindest ein bisschen mehr Schrotmuni jetzt. Das heißt, wenn jemand kommt, wir sind erstmal safe. Wir haben Schrotmuni. Gut, auf nach drüben und unten und sowieso, das hast du nicht gesehen. Und ich weiß gar nicht, ob das, ja, ich glaube, das hatte mit der Uhr zu tun. Ich glaube, das können wir dann machen, dass sie stehen bleibt. Also wir müssten uns jetzt, glaube ich, der Enträtung des Esszimmers widmen. Und ich glaube, im Original gab das einen neuen Schlüssel. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich hoffe. So. Ich hoffe, hier ist jetzt niemand Neues dazugekommen. Irgendwelche neuen Freunde? Nee. Ach du Scheiße, was ist denn mit dem los? Schau dich mal die Krallen von dem an. Oh fuck, das ist... Nein. Du kleine Bitch. Oh komm, wenn der erstmal wieder umfällt. Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Nein, er ist nicht tot. Doch, er bleibt liegen zumindest. Ich weiß nicht, ob er wirklich tot ist, aber er bleibt liegen. So. Eieiei. Ich befürchte, es wird einer von denen sein, die wieder aufstehen. Ich traue dem überhaupt nicht. Hätte ich doch nur das Feuerzeug dabei, dann könnte ich ihn anzünden. Aber ich glaube, dann müsste ich auch das Kerosin mit mir rumschleppen. Das ist das Problem. So, erstmal widmen wir uns aber hier ein bisschen der friedlichen Musik. Das ist übrigens ein unglaublich schönes Werk, muss ich sagen. Sehr melancholisch, aber gefällt mir, muss ich sagen. Ich höre sowieso ganz gern mal Klassik. Ich kann euch gar nicht sagen, ob das überhaupt zur Klassik zuzuordnen ist, aber ich meine jetzt den allgemeinen Begriff Klassik. Also klassische Musik im Allgemeinen, sagen wir es so. Und es öffnet sich eine Wand. Na sowas. So, und da drüben könnten wir, genau, da drüben kann man durchschauen und dort ist die Pflanze, die wir schon getötet haben. Ich glaube, im Original ist die Pflanze am Anfang noch lebendig, wenn man hier hinkommt. Aber gut, hier ist es halt ein bisschen anders von der Reihenfolge her, ist mir auch recht. Trevors Tagebuch. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein kärgliches Mahl und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt es Sinn. Nur 2 Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses, Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich. Meine Familie... Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. 26. November, 67. Oh, na eben, vorhin war der 24. November, aber das 67 habe ich gar nicht gesehen. Also, das ist schon uralt. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren. Mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. 13. November. Der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wünschte, ich wäre bei ihnen dort. Aber nein, ich entsinne mich. Kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer in Laborkitteln etwas wie, wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon. Ich bete für ihre Sicherheit. 27. November 67. Irgendwie konnte ich aus dem Raum entkommen. Aber aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Ich muss die ganzen Fallen umgehen. Tigeraugen, Goldsymbole, das darf ich nicht vergessen. Okay, Tigeraugen, Goldsymbole, dann vermute ich mal, wenn wir das hier mit den Symbolen gemacht haben, werden wir vielleicht das 2. Tigerauge kriegen. Das kann auch sein. 1 Goldsymbol. Her damit. Und blöderweise schließt sich die Tür unter uns. Die Falle schnappt zu.
genau. Und im normalen Falle, wenn wir das Holzsymbol nicht dabei hätten, dann müssten wir halt das Goldsymbol wieder einsetzen, um rauszukommen. So können wir mal wieder für Ersatz sorgen, wie das auch schon beim Fake-Schlüssel war. Und kommen raus. Okay, von 1967 war das. Na Mensch. Das Feuerzeug haben wir ja auch gefunden. Das ist ja mittlerweile in unserem Besitz. Ein kostspieliger Flügel, sie will nicht nochmal spielen. Sehr schade. Und ich hoffe, dieser Typ steht nicht wieder. Bitte sag mir, dass der nicht wieder aufgestanden ist. Ich will jetzt nicht gegen immer wieder aufstehende Gegner kämpfen. Er ist weg. Aber zumindest ist er nicht mehr hier. Das ist erstmal die Hauptsache. Das ist für mich das Wichtigste. Er ist nicht mehr hier. Vielleicht ist er jetzt im Esszimmer. Wer weiß. Nichts zu hören, okay. Wer hat denn eigentlich die Kerzen hier reingesteckt? Erstens, die sind gerade frisch angezündet. Das heißt, irgendjemand muss schon hier vorher gewesen sein und es erwartet haben. Und zweitens sind die unglaublich schief reingesteckt. Wer macht denn sowas? So, das können wir uns nochmal kurz anschauen. Die Außenränder sind aufgrund der wiederholten Einpassung ganz abgenutzt. Ja, das sagt uns, rausnehmen, einfügen, kann man tauschen. Und jetzt rein mit dem Originalsymbol an die richtige Stelle. Und damit sollte eigentlich gleich das Ticken der Uhr ein Ende finden. Müssen wir noch was machen? Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Anscheinend können sie die Räder im Uhrwerk drehen. Ausprobieren? Na klar. Welches Rad möchten sie drehen? Groß. In welche Richtung? Links. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Weiter drehen? Nein. Warte mal. Ah, ja, ich weiß wie. Ja, ich weiß genau das. Wir müssen ja auf das Bild schauen und müssen das nachahmen im Prinzip. So, wie war das? Das kurze Schwert in der Brust. Das lange Schwert im Kopf. Okay, das heißt, der kurze Zeiger auf das Rüstungssymbol und der lange auf den Helm. So, der lange ist schon auf dem Helm. Das heißt, wir nehmen den kurzen und drehen den einfach noch ein Stück weiter. Nein, ach Quatsch, ich Idiot. Habe ich falsch rum gemacht? Nein. Jetzt habe ich es gerade total verhauen. Ich glaube, die haben alles andersrum gemacht, oder? Okay, nochmal kurz. Wir drehen das kleine und drehen es links rum. Nein, das war wieder falsch rum. Mensch. Okay. Das große und drehen das links rum. So, und jetzt drehen wir das kleine noch zweimal und dann müssten wir es eigentlich haben. So, können wir gleich wieder links rum machen. Dann macht es mal eine volle Umdrehung. Ja, bitte. Das sollte es doch sein, oder? Um 6? Nein. Finden einen Schlüssel. Das ist doch ein Traum. Das sollte dann der Helmschlüssel sein, nehme ich an. Nein, der Schildschlüssel. Oh nein. Wir haben bisher eine Tür gefunden, die für den Schildschlüssel geeignet ist. Und das ist die zur Schlange. Oh nein. Ich will nicht. Ganz ehrlich, ich will nicht. So, wir haben einen freien Platz. Gut, wir gehen mal zur Abstellkammer und dort werde ich dann die Aufnahmesession auch beenden. Also, ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass wir demnächst gegen die Schlange kämpfen werden. Das freut mich nicht sonderlich, muss ich sagen. Aber was willst du machen, ne? Irgendwann muss es mal sein. Da kommen wir nicht auf ewig drumherum. Ich meine, das Spiel ist ja auch nicht so gedacht, dass man allen Gegnern ausweicht, sondern man soll ja schon gegen die Gegner kämpfen. So, neue Gegner. Nein. Okay. Ich hoffe, das bleibt so. Reicht, wenn drüben ständig irgendwelche neuen Überraschungen sind und ständig neue Kackbratzen-Zombies ankommen. Dass die tatsächlich noch, nachdem sie getötet wurden, sich verwandeln müssen, das ist doch scheiße. Also ich nehme zumindest mal an, dass das der war, den wir vorher getötet haben. Der war ja vorher schon ärgerlich, ne? Denn der ist ja schon mal von Barry getötet worden und dann wieder aufgestanden. Und dann mussten wir ihn nochmal töten. Und jetzt hat er sich noch weiter verwandelt und hat Klauen gekriegt. Und stand schon wieder. Und dann lag er wieder und dann war er wieder weg. Also der ist echt nervig.
So, dann nehmen wir mal die. Wo haben wir es denn? Die Farbbänder an uns. Ach, ich habe die oben hingetan, glaube ich, ne? Ja. Und machen eine Speicherung. Damit war es das dann für heute. Wir sehen uns in einer neuen Aufnahmesession wieder und dann werden wir wahrscheinlicherweise mal der Schlange in den nicht vorhandenen Anus treten. Bisschen die Kloake mit dem Stiefel putzen. Ja, so sieht's aus. Gut, also bis dahin, wir sehen uns, haut rein, bis bald.